Moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Part von Crash Bandicoot 4, It's About Time. Wir sind ja am Vulkan, am Fuße des Vulkans und werden es jetzt wahrscheinlich mit Dinosauriern oder tropischen, exotischen, fleischfressenden Pflanzen zu tun bekommen. Ja, und Cortex mit uns am Start ist wahrscheinlich im nächsten Level dann dran, aber jetzt spielen wir erstmal wieder Crash. Wir haben ihn lange nicht gespielt, lange nicht angefasst. Er kriegt jetzt mal passenderweise dieses Kostüm, das ich freigeschaltet habe. Und das habe ich getan, ohne euch mitzunehmen. Oh mein Gott. Es war einfach nur das erste Level komplettieren. Das war ja nicht so schwer. Das habe ich geschafft. Ja. Ohne einmal zu sterben, möchte ich noch dazu sagen. Diesen epischen Moment hätte ich natürlich eigentlich aufzeichnen müssen, ich weiß. Unvorstellbar, dass ich mal in einem Level gar nicht sterbe. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Geil, direkt Dinos. Und wir hier als feiges Huhn unterwegs. Da oben ist ein Riesenapfel. Sind das eigentlich Äpfel? Oder erzähle ich Bullshit? Nee, ach, das sind doch, wie heißen die denn nochmal? Das sind doch einfach nur diese Wumperfrüchte, ne? Das sind ja gar keine Äpfel. Das sieht ein bisschen aus wie Äpfel. Kommt man da dran? Der steht wieder auf? Ah, eine Kiste haben wir eine Kiste ist uns verborgen. Oh! Geblieben. Wo war es denn jetzt? Da. Nein! Zu früh! Wir starten aber nicht neu. Also dieses Komplettier-Ding habe ich ja schon längst aufgegeben. Das ist, glaube ich, klar. Nein! Das war so knapp. Ich werde zumindest versuchen, jetzt hier die Kisten zu holen, die ich holen kann. Okay, wir sind einfach nur in den Dino reingelaufen. Mann, Crash, du lahme Ratte! Ich will doch nur die Kiste haben! Ja, jetzt schaffen wir es nicht. Jetzt haben wir ein schlechtes Timing gehabt. Haben wir gar nichts. Gott, das Level geht mir jetzt schon auf den Piss, ne? Ich komme nicht mal weit bis zum ersten Checkpoint. Ich hasse dieses Level jetzt schon. Es macht keinen Spaß.
Wieder schlechtes Timing. Geht doch. Thank God, wir haben einen Checkpoint. Was hätte ich jetzt da machen müssen? Ja, ich weiß, was ich da machen muss. Aber ich stelle mich gerade wieder zu dumm an. Daran solltet ihr euch ja mittlerweile gewöhnt haben. Nein. Komplett das falsche Timing erwischt. In jeglicher Hinsicht. Das Timing reicht dann auch nicht, wenn ich nochmal runtergehe. Nein, es ist dann zu langsam. Fick dich, Arschlochspiel. Ach komm, ich hab nach links gedrückt. Was ist denn das für eine verzerrte Kackperspektive? Naja, Gott sei Dank haben wir uns nicht aufgehalten, das Level neu zu starten. Hier hätten wir das mit den drei Toten ja in 100 Jahren nicht geschafft. Rechts und links und hoch und springen und runter und hoch und springen und springen und springen. Und nochmal springen und runter und hoch und runter und hoch. Und Checkpoint. Oh, da ist ein Saurier. Oh, der hat einen schönen Quadratschädel. War das jetzt so schwer? Ich sollte das immer mitsprechen. Oi. Das war eine nette Kombination. Ach du Scheiße. Okay, wir kriegen die Maske. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Aber erstmal möchten wir uns an diesem tollen Bonuslevel erfreuen. Kommen wir da oben drauf? Ich probiere es einfach. Ich glaube, ich sterbe jetzt, aber egal. Okay. Achso, ich habe die Maske. Nee, ich habe die Maske nicht. Ich habe nicht die Maske. Scheiße. Wie sollen wir das denn machen?
Also ohne Maske stelle ich mir das jetzt aber schwer vor. Wisst ihr, was mich am Bonuslevel nervt? Dass man immer wieder reingehen muss. Kann man nicht einfach sagen, wenn man keinen Bock mehr aufs Bonuslevel hat, dann geht man aus dem Bonuslevel raus, anstatt jetzt hier jedes Mal mit der Plattform zu fliegen? Man muss ja nicht alles vom Original übernehmen. Oh Gott, war das schlecht. Mein Gott, nervt mich das gerade. Mich nervt gerade meine eigene Unfähigkeit. Jetzt streng dich doch einmal an. Streng dich doch ein einziges Mal an. Das war doch jetzt nicht so schwer. Gott, hatte ich jetzt Angst. Okay, wie mache ich denn das jetzt? Ich glaube, ich muss erst nach oben. Ja, und das hat natürlich super geklappt. Jetzt. Okay, das heißt aber... Na ja, scheiße, ich wollte jetzt versuchen. Wir brauchen die Dinger nicht. Die brauchen wir nicht. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist schon besser als nichts. Um da oben hinzukommen, sind wir nicht auf die Dinger angewiesen. 1, 2, 3... Oh, war... Oh, scheiße, nein, das war dumm. Das war dumm, ich habe mich kurz rausbringen lassen. Weil ich ja nochmal zurück zum Anfang muss, aber auch zum Anfang komme ich ja, indem ich oben bin. Ey, kaum spiele ich wieder mit Crash statt Coco, habe ich das Gefühl, ich spiele nochmal wieder eine Ecke schlechter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das war scheiße. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Boah, wie soll ich das machen? Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht so einfach. Also ich muss dann doch frühzeitig dafür sorgen, dass ich die Kisten hier kriege. Das heißt dann aber wiederum doch, dass ich da die beiden Dinger hier... nicht kaputt machen darf. Okay. Ja, das war dumm. Ich entschuldige mich. Mein Gott, ey, irgendwie geht mir gerade die Sprungphysik auf den Sack, Alter. Ich will wieder Coco spielen. Das Gekreische vom Beuteldachs nervt mich.
Okay, das ist zu langsam. Den zweiten schaffe ich nicht zu erwischen. Das ist mir ja gerade auch schon passiert. Wie soll ich das machen? Ich bin total überfordert. Und wisst ihr, was das Problem ist? Ich würde gerne die TNT-Kiste benutzen, um das Ausrufezeichen zum Explodieren zu bringen. Zum Starten zu bringen, weil dann habe ich eine bessere... Nee, es funktioniert nicht. Nee. Das Ausrufezeichen aktiviert sich leider. Das ist das Problem. Also ich kann nicht auf die TNT-Kiste springen, ohne das Ausrufezeichen zu aktivieren. Und das ist das Problem. Seht ihr? Es geht nicht. Es ist absolut unmöglich, würde ich behaupten. Ich werde jetzt mal was versuchen. Der hat den Doppelsprung nicht gemacht. Also das ist tatsächlich keine Ausrede oder Lüge oder dass ich mein Unvermögen kaschieren möchte. Manchmal kommt der Doppelsprung einfach nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ob ich wirklich einfach so dumm bin, dass es nicht klappt. Das war stark. Ganz stark. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Da wieder nicht! Wieder nicht! Wieder nicht! Es kam wieder kein Doppelsprung! Das gibt's doch nicht! Was soll die Scheiße? Also... Da muss ich jetzt echt nichts zu sagen. Gerade war es so schön. Da habe ich es einmal geschafft durch. Jetzt wieder so eine Kacke, weil der Doppelsprung nicht kommt. Warum denn nicht? Zweimal X drücken, dazu bin doch sogar ich fähig. Spiel sagt nein. Ich sag gleich auch nein. Und zwar nein zum Bonuslevel. Schön, klappt doch. Okay, wunderbar. Nee, es ist nicht wunderbar. Scheiße! Wie soll denn das gehen? Das sind drei Kisten! Wie soll ich das machen? Das ist nicht möglich. Okay, ich muss es halt versuchen. Upsala. Ich brauche erst die Kisten vom Anfang. Jetzt komme ich da aber nicht mehr oben hoch. Okay, ich habe aber eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Also Idee 1. Das klappt schon mal nicht. Da stoße ich mich dann an der Decke. Idee 2 könnte klappen. Ich hoffe, dass ich den... Ich probiere es einfach. Okay, das war ja nicht verkehrt. Scheiße. Scheiße. Da war der eine Stein zu viel.
Ich hab's aber ganz gut hingekriegt eigentlich. Also was ich geplant habe, hat funktioniert. Das ist nur, man muss exakt die richtigen Dinger wegmachen. Das ist ja super unfair. Zumal du das ja vorher gar nicht sehen kannst. Also da drunter erscheint eine und da drunter. Okay, dann versuchen wir das mal. Die kaputt, die kaputt. Das passt, das passt, das passt. Müsste eigentlich klappen. So, die kaputt. Hier sind wir richtig. Alles gut. Eins, zwei, bam. Nein, scheiße! Oh Gott, ja, das war's ja schon. Ich habe eine falsche Kiste leider kaputt gemacht. Aber egal. Okay. Wir schaffen das. Ich darf halt keine Kisten anspringen, die in dem Moment nicht mehr verlangt sind. Wieso hat er jetzt so einen komischen Eiersprung gemacht, anstatt der Rolle, die schneller geht? Weil er ein blöder Wichser ist. Ich will wieder Coco spielen. Verpiss dich, du Scheißbeuteldachs. Ja, ich bin gerade pisst auf ihn. Der ist zwar der Namensgeber des Spiels, aber irgendwie klebt mir mit ihm mehr Scheiße am Schuh als mit ihr. Das ist natürlich wieder nur was Psychologisches. Das ist mir auch klar. Okay, wir können alle kaputt machen. Alle außer den letzten. Kaputt. Den brauche ich. Gut, das sollte. Nein, wieso habe ich denn jetzt den nicht da kaputt? Ja, das war's schon. Können wir nicht mehr schaffen. Wieso habe ich den... Boah, ich bin der King! Wenn ich es jetzt mit dem Versuch nicht schaffe, weiß ich auch nicht. Hätte ich mir jetzt verdient, finde ich. Für so eine geile Sprungsequenz. Eins, zwei und rüber. So, jetzt machen wir es wie gerade. Hoffentlich klappt's. Klar klappt's. Gucken uns den Scheiß nochmal an und alles ist cool. Bam! Alter Schwede, war das gut. Da darf ich mich ja wohl mal für loben. Das war richtig stark, Mann. Woo! Jetzt haben wir auch meine Lieblingsmaske wieder. Wo ist denn hier ein Ausrufezeichen? Ist auch scheißegal. Da ist das Ausrufezeichen. Scheiße!
stark! Hä? Ich hab die Maske nicht mehr. Wieso nicht? Aber jetzt hätte ich die doch gebraucht. Ja, dann können wir die nicht kaputt machen, die Dinger. Gut, ist vielleicht auch nicht unbedingt gefordert. Geht mir auf den Sack. Geht doch. Och, Mann, wegen einem Sprung, ich raste weg. Oh, Mann, ey, das ist doch scheiße. Na komm, wir haben es gerade hingekriegt, wir kriegen es nochmal hin. Boah, das war knapp. Ist egal, ist egal, ist egal, alles gut. Streng dich an. Okay, komm, jetzt schaffst du es. Kiste. Nein, nein, jetzt hätte ich die Maske gebraucht. Gott verdammt! Oh Gott, ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, oh Mann. Hat er mich... Das war nicht genug Abstand. Wollt ihr mich verarschen? Oh, sie haben mir einen Checkpoint geschenkt. Nice. Da sag ich nicht nein.
Wunderbar. Das war natürlich zu spät, ja. Klar. Ah, falsche Entscheidung getroffen. Das Timing ist hier so exakt, das verzeiht nichts. Und hier kannst du leider auch keine Doppelsprünge machen auf den Dingern. Da war es jetzt plötzlich zu früh. Klar, Spiel. Mhm. Vorhin sagt er mir, nee, das ist zu spät. Jetzt ist es auf einmal zu früh. Oh, da muss ich gegenklatschen. Ich bin ein behinderter Beuteldack. Warum mache ich das? Weil da der scheiß Diamant ist. Und es zählt noch nicht mal. Ja, jetzt stirb. Wie schnell muss man darüber springen, um den zu kriegen? Nein! Oh! Aber den Diamant haben wir, den müssen wir nicht mehr holen. Uns fehlen 3 Kisten. Wo haben wir die denn übersehen? Oh, egal. Schade, die Skin hätte ich gerne gehabt. Die ist witzig. 3 Kisten. Minuten. Mein Gott, kam mir gar nicht so lange vor. Naja, Level abgeschlossen, mehr oder minder erfolgreich. Leider fehlen 3 Kisten, das ärgert mich, wie gesagt. Aber es lässt sich jetzt nicht ändern. Jetzt haben wir ein Level mit Dr. Neocortex. Aber das sparen wir uns für den nächsten Part auf. Ich hoffe, eure Ohren sind noch funktionabel. Da ich ja wieder ein bisschen rumgeschrien habe und auch mich darin versucht habe, meinen geliebten Beuteldachs und besten Freund Crash zu imitieren beim Runterfallen in Abgründe. Naja, vielen Dank für eure Anteilnahme und für euer Beistehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, während er da irgendwelche komischen Tanzmoves macht. Ja, ciao, ciao.